Was denken Sie? Die Welt ist klein, gemein und gnadenlos. Und jeder stirbt einsam. Und was halten Sie von Norman Saw? Er ist klein, gemein und gnadenlos. Ich schätze, es liegt an ihm, wie er stirbt. Ich glaube nicht, dass Saw selbst weiß, ob er noch für die CIA arbeitet oder nicht. Ich habe gute Menschenkenntnis. Deshalb verstehen wir uns wohl so gut. Saw ist nach wie vor dein einziges Ziel. Du musst mit ihm allein sprechen. Die Agency hat Tonnen von Daten über ihn. Aber die Geschichte dieses Mannes ist voller Unbekannter. Niemand weiß, ob er für die Staaten arbeitet oder Terrorist ist. Das eine schließt das andere nicht aus. Sehr witzig. Vorläufig. Wir haben Besuch. Unsere Tarnung ist aufgeflogen. Wir müssen. Mir schließt das andere nicht aus. Sehr witzig. Vorläufig behandeln wir ihn als einen der unseren. Lass also seine Tarnung nicht auffliegen. Der kleinste Alarm und die Mission ist vorüber. Wenn Saw dich als Erster entdeckt, ebenfalls. Tu nichts, was ihn kompromittieren könnte. Ich darf ihn also auch nicht töten? Wir haben Besuch. Unsere Tarnung ist aufgeflogen. Wir müssen raus aus dem Zug sofort. Mist! Sie wissen, dass du da bist. Die Mission ist zu Ende. Eine neue
Komplikation. Ich habe die Kreditkarten gefunden, die Poindexter alias Soth zum Kauf der Zugtickets benutzt hat. Wo ist das Problem? Er hat 2 Sitze im Kurswagen reserviert. Scheint, als hätten sich die Terroristen unter die Zivilisten in der 2. Klasse gemischt. Aber du bewegst dich auf engem Raum. Ich würde keine Toten riskieren. Die Situation kann schnell außer Kontrolle geraten. Hallo, Schaffner! Weiß niemand, wo der Lichtschalter ist? Brandons Kumpel bei der CIA haben uns geholfen. Soths rechtes Bein ist künstlicher als das von Lee Majors. Offensichtlich hatte Soth Streit mit einer Landmine. Er gibt eventuell ein anderes Wärmebild. Perfekt. Monsieur, Sie haben Ohrstöpsel bestellt? Ja. Tut mir leid, aber ich konnte keine finden. Wenn Ihre Nachbarn wieder laut werden, rufen Sie mich einfach und ich werde Sie bitten, ruhig zu sein. Danke. Es tut mir wirklich leid.
Aufwachen, Poindexter. Sagen Sie mir zuerst, wer Sie sind. Ich bin's, Uncle Sam. Ich will aber prüfen, ob Sie noch für die Guten arbeiten. Warum sollte ich Ihnen vertrauen? Soll ich Ihnen Ihr Geburtsdatum verraten? Schon gut. Was machen Sie hier? Wenn meine Männer uns überraschen, sind wir beide tot. Dann erzählen Sie mir schnell, was Sie über Sadono wissen. Ein Agency-Auftrag. Der Generalstab wünscht militärische Präsenz in Indonesien. Ich war Teil des Plans. Mehr kann ich nicht sagen. Wer ist Ihr Agentenführer? Clifton Finch. Was ist mit dem Tieftemperaturtechniklabor? Sir? Was denn nun schon wieder? Ein Anruf für Sie. Bleiben Sie da und kein Laut. Entschuldigen Sie, wer ist es? Ist die Verbindung sicher? Wir haben den... Chip vor einer Stunde ausgetauscht. Gut. Lass uns in den Speisewagen gehen. Ich möchte hier nicht sprechen. Er hat dich über seinen Agentenführer belogen, oder? Ja. Finch ist seit 16 Monaten krankgeschrieben. Mist! Sie wissen, dass du da bist! Die Mission ist zu Ende! Raus da! Jemand hat einen unserer... Gut. Lass uns in den Speisewagen gehen. Ich möchte hier nicht sprechen. Er hat mich über seinen Agentenführer belogen, oder? Ja. Finch ist seit 16 Monaten krankgeschrieben. Höre den Anruf mit dem Lasermikro ab. Soth Tarnung muss vorerst intakt bleiben. Gut. Lass uns in den Spaß. Gut. Lass uns in den Speisewagen gehen. Ich möchte hier nicht sprechen. Er hat mich über seinen Agentenführer belogen, oder? Ja. Finch ist seit 16 Monaten krankgeschrieben. Höre den Anruf mit dem Lasermikro ab. Soth Tarnung muss vorerst intakt bleiben. Sie wissen, dass du da bist. Die Mission ist zu Ende. Raus da! Gut. Lass uns in den Speisewagen gehen. Ich möchte hier nicht sprechen. Er hat mich über seinen Agentenführer belogen, oder? Ja. Finch ist seit 16 Monaten krankgeschrieben. Höre den Anruf mit dem Lasermikro ab. Soth Tarnung muss vorerst intakt bleiben. Sie wissen, dass du da bist. Die Mission ist zu Ende. Raus da!
Fischer, wir brauchen diesen Anruf. Ich wette, dass ihr mit Sardono spricht. Von unserer undichten Stelle war Mossad ab. Ich weiß nicht, 80%, vielleicht 90%. Ich habe ein schlechtes Gefühl, was den Zug betrifft. Ich glaube, unsere Tarnung ist hin. Bleib dran. Nein, es ist nur so ein Gefühl. Ich glaube, dass wir abgehört werden. Okay, aber mach schnell. Shinbet. Machst du Witze? Bei Mossad hatte ich schon meine Zweifel, aber... Natürlich, sicher. Du solltest immer davon ausgehen, dass sie wissen, was du treibst. Noch 4 Tage, dann bist du unverwundbar. Es ist nicht vernünftig, jetzt zu reden. Ich muss den Zug verlassen. Nein, kann ich nicht. Nicht möglich. Selbstverständlich, bis zum nächsten Mal. Gute Arbeit, Fischer. Grimm? Ich arbeite daran. Ich konzentriere mich auf den Mumbai-Text. Das neue Übersetzungsprogramm wird eine Weile brauchen. Nimm dir Zeit. Da. Springfield-Exempel, mindestens 80% Todesopfer. Custer wäre stolz. Was zur Hölle hat das zu bedeuten? Nichts Gutes. Was ist damit? Könnte heißen, tägliche Anrufe, um die Freisetzung zu verschieben. Das Programm ist noch nicht ganz ausgereift. Okay, wir haben genug, um arbeiten zu können. Rauf aufs Dach, Fischer. Wir holen dich da raus. Wir haben Besuch. Unsere Tarnung ist aufgeflogen. Wir müssen raus aus dem Zug sofort. Wie sieht es mit Gewaltanwendung aus? Entweder du oder sie.